Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin, und einer weiteren Ausgabe der allseits beliebten Reihe Tipps aus meiner Heimkinosammlung. Ja, ich habe mich wieder einmal da hinten in mein Regal verkrümelt und ein bisschen durchgeschaut. Ihr kennt es ja mittlerweile, das Konzept dieser kleinen, aber feinen Spezialvideos. 10 Filme, von denen mir schon klar ist, dass das jetzt nicht die oberste filmische Kategorie darstellt, die aber irgendwie einen ganz besonderen Platz bei mir in meiner Sammlung haben. Die ist relativ groß, also es gibt noch relativ viel her. Und auch so heute eben wieder, wo ich mir wieder 10 Filme rausgesucht habe, aus verschiedensten Genres, die ich euch vielleicht einfach ganz kurz präsentieren möchte, weil das vielleicht auch Filme teilweise sind, die mittlerweile ein bisschen vergessen werden oder ein bisschen, wo der Zahn der Zeit ein wenig an ihnen genagt hat, wenn es um die Wahrnehmung geht. Und ich würde sagen, ohne viel herumzuquasseln, gehen wir doch gleich rein zum ersten Film. Ich habe es weitestgehend alphabetisch geordnet, nur der letzte fällt dann ein bisschen raus. Lasst uns einfach starten mit dem ersten Film. Und das ist einer, der basiert auf einer wahren Begebenheit. Ja, das ist schon, mir ist schon klar, ja, für alle, die den Film schon gesehen haben, mir ist schon klar, dass das auch schon ein bisschen trashy vielleicht. Aber ich finde, der macht wirklich Spaß, der Film. Der trägt den Titel Badass und ist gemacht von Craig Moss als Regisseur. Wenn man sich seine Filmografie so durchschaut, die ist also zumindest mal nicht wirklich elitär. Er ist eher so bekannt als Regisseur von gewissen Spoof-Movies, die aber jetzt nicht die guten Spoof-Movies, sondern wirklich die ganz, ganz doof. Ja? So, und jetzt hat der da einen Film gemacht, 2012, der versucht, gleich zwei Genres miteinander irgendwie ein bisschen zu kombinieren. Nämlich Nummer 1, so ein bisschen Trash-Action. Nummer 2, Drama. Kann das funktionieren? Naja, wie gesagt, basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Also wirklich ist das Ganze in Oakland, Kalifornien passiert. Da geht es um einen Vietnam-Veteranen. Im Film heißt er Frank Vega, der so vom Krieg zurückkommt, sei Jugendliebe, hat mittlerweile einen anderen geheiratet, da und 40 Jahre später ist er dann Fahrgast in einem Bus. Und dort wird er dann Zeuge dessen, dass zwei Skinheads den Bus betreten und einen älteren afroamerikanischen Mann aufs Tiefste beleidigen und provozieren. Ja? Und er sagt, da sollte man vielleicht was dagegen sagen, geht zu denen und sagt, hey, lasst den alten Mann in Ruhe, ja, setzt sich hin und plötzlich stiftet sich der Fokus der zwei Skinheads genau auf unseren Frank. Nur blöd, dass der sich mit sowas nicht aufhält und den richtig schön vermöbelt im Bus. Und das Ganze wird mittels Handykamera mitgefilmt und somit wird der Frank ein viraler Star, weil der alte Crazy Guy. Und die Presse tauft ihn auf den Namen Badass. Und dann kommt noch eine andere Episode dahinter. Da geht es dann um seinen besten Freund, der da in große Schwierigkeiten gerät und irgendwie ist die Polizei keine Hilfe. Und so denkt sich dann der Frank Vega, okay, wenn die Polizei nichts macht, dann mache ich das selber. Gell? Also Charles Bronson Gedenk, ein Charles Bronson Gedenk Plot, wenn man so haben will. Badass hat ein paar Sachen, die für ihn ganz gut sprechen. Nummer 1 ist natürlich der Hauptdarsteller mit Danny Trejo. Absolut perfekt erwischt, meiner Meinung nach, weil es genau der Ton ist, den der Film eigentlich so vorgibt. Der Film ist auch nicht schlecht besetzt. Ron Perlman kommt vor, Patrick Fabian, Gillian Murray in einer kleinen Rolle, also ganz interessant. Und einfach die Grundthematik in diesem Film und die Art und Weise, wie der gemacht ist. Ich mag den wirklich relativ gern. Die Fortsetzungen, er hat zwei Fortsetzungen bekommen, ja, Badass 2 und natürlich den dritten Teil, ab dem zweiten Teil mit Danny Glover an der Seite von Danny Trejo, der hätte nicht gebraucht. Der erste Teil allerdings, der ist schon eine gute Zeit. Ich mag den wirklich, wirklich nicht ganz ungern. Ja. Ganz komisch, weil Craig Moss ansonsten, wie gesagt, in seiner Filmografie nicht wirklich diese Höhen erreichen konnte mehr. Ja. Aber der ist wunderbar. Finde den echt nett. Der hat... Die Art von trashigen, blöden Titelsong, der schon wieder gut ist. Also, gell, der kommt da nämlich ein paar Mal in den Film. Kann man eine gute Zeit haben damit. Bin ich mir sicher. Gerade für Fans dieser Art von Filmen ist das auf jeden Fall was. Warum nicht?
Zweiter Film. So. Plopp. Weiter geht's. Henry Alex Rubin ist der Filmemacher des nächsten Films. Den kennt man eigentlich so nicht unbedingt. Gell? Der hat eigentlich nur den einen ganz, ganz großen gehabt. Aber das ist doch ein großer, vor allem wenn es um die Besetzung geht. Disconnect heißt dieser Film und ist ein waschechtes Drama. Ein waschechtes Drama über das Internet und seine Gefahren und die Schicksale, die damit verbunden und verbandelt werden. Und da sehen wir gleich einige. Wir begegnen dort beispielsweise einem jungen Elternpärchen, die im Grunde seit der Geburt ihres Kindes nicht unbedingt mehr miteinander reden und miteinander viel zu tun haben. Somit, sie flüchtet sich in Internetforen, weil sie natürlich Rat sucht und sich irgendwo austauschen möchte mit anderen. Er wird sehr zugetan dem Online-Gaming und dann passiert eine kriminelle Aktion mit ihren Konten, worauf sie dazu gezwungen sind, sich einen Privatdetektiv zu holen, damit das irgendwie aufgeklärt wird, was da passiert ist. Der allerdings selber hat im Moment so ein bisschen ein Problem, weil da gibt es eine Geschichte mit seinem eigenen Kind und Online-Mobbing, beziehungsweise Cyber-Mobbing, das er natürlich nicht mitkriegt, weil er ist so beschäftigt mit seiner Arbeit. Dann geht es um eine Reporterin, die auf der Suche nach einer Story über eine Camgirl stolpert. Und merkt, was da eigentlich so alles dahinter steckt, an unglaublichen menschlichen Abgründen. Also ihr seht schon, es ist ein Episodenfilm, gell? Und der macht relativ wenig Kompromisse. Das ist tatsächlich genauso ein Film, der eigentlich dafür prädestiniert wäre, dass man den auch in, durchaus Diskussionen mal zitiert zwischendurch. Genau wenn es um solche Themen geht, denn das ist echt teilweise ganz, ganz wild, gell? Da wird auch relativ wenig geschönt. Und was der Film natürlich für sich sprechen lässt, ist seine Besetzung. Die ist nämlich absolut illuster. Jason Bateman spielt mit, Frank Grillo spielt mit, Paula Patton spielt mit, Michael Nyquist, Andrea Riseborough, Alexander Skarsgård und so weiter und so fort. Das sind nämlich nicht die einzigen, gell? Und das ist wirklich eine tolle Besetzung. Es ist fast ein bisschen surreal, wenn man sich das anschaut, dass der Herr, der den gemacht hat, so eigentlich sonst nicht wirklich vorkommt, wie man dann so eine Besetzung kriegt. Das ist relativ cool. Und ich finde, der hat eine super Dramaturgie, der Film. Natürlich kommt dann, ihr kennst das Episodenfilm, gell? Zum Schluss kommt dann alles zusammen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der bei sehr, sehr vielen nicht so gut ankommt, weil der natürlich sehr, sehr nahe an der Realität ist. Und der gewisse Dinge präsentiert, die jeder von uns irgendwo aus den Nachrichten bzw. aus Erzählungen kennt. Das schlägt relativ knapp zum eigenen Haushalt, das ist mir schon klar. Aber das ist auf jeden Fall ein Film, der sicher nicht bequem ist, aber der wahrscheinlich genau diese Kategorie, die ich so absolut wahnsinnig gern mag, nämlich die Wichtig-Kategorie, schon relativ gut abbildet. Ich finde schon, dass das ein Film ist, den man sich zumindest einmal anschauen sollte, wenn man, gerade wenn man in diesem Thema drinnen ein bisschen ist und wenn man damit zu tun hat, dann ist das schon ein Film, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen möchte. Disconnect. Auch aus dem Jahr 2012, habe ich gar nicht dazu gesagt. Gut, dann haben wir gesagt, ja, ein Klassiker pro Video, gell? Und es muss ja nicht immer ein alter Klassiker sein, sondern es kann ja mal auch was Neueres sein. Und ich weiß schon, gell, so Recency, da muss man immer ein bisschen aufpassen, gilt der schon. Und ich würde aber sagen, jetzt haben wir es tatsächlich mit einem sehr gewagten Geschichtel zu tun, wenn ich präsentiere da jetzt einen deutschen Film, gell? Den ich aber durchaus als Klassiker vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall als großes deutsches Werk Genre-Kino positionieren möchte. Auch deswegen, weil auch dieser Film, gell, der ist 2001 entstanden. Der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel mittlerweile. Und auch der Film ist jetzt mittlerweile, der geht schon langsam den Weg von wegen, was ist denn das? Das sollte man ändern. Das Experiment heißt dieser Film. Es ist, gell, für jeden, der deutsches Kino kennt, erzähle ich da jetzt nichts Neues. Ich mag den Film wahnsinnig, wahnsinnig gern. Oliver Hirschbiegel hat den gemacht und hat in diesem Film wirklich bewiesen, dass er echt ein Auge für Füllerstoffe und hat auch der wahre Begebenheit, wissen wir, gell, Stanford Prison Experiment. Es geht um den Tarek, einen Taxifahrer, der früher mal als Journalist gearbeitet hat
und der jetzt seine Chance sieht, denn er entdeckt eine Zeitungsannonce und da steht drinnen 4000 Mark pro Person kriegst du, ja, wenn du dich dort meldest, für eine experimentelle Studie. 20 Personen sollen da zusammenkommen und die werden ins Gefängnis gesteckt, ja, und dort getestet, wie sich Sozialverhalten so darstellt. Dazu werden diese Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Gefangene, Wärter. Und das Ganze wird wissenschaftlich überwacht von zwei Wissenschaftlern, eben von einem gespielt von Edgar Selge und den anderen, die andere von ganz, ganz großartig von der Frau Andrea Sawatzki. Und es gibt da eigentlich nur eine Regel, also das Wachpersonal sorgt grundsätzlich für Ruhe, damit da jetzt nicht das komplett irgendwie in die Hose gehen könnte. Sie dürfen aber eigentlich nur eingreifen, wenn sie keine Gewalt anwenden. Gell? Also die sollen schon einmal prinzipiell, gell, man will es jetzt untersuchen, was das tut, ja? Wenn man die Leute so... Und das Problem ist allerdings, dass da irgendwas nicht ganz so geht, wie man sich das vorgestellt hat. Denn die Leute verhalten sich zusätzlich feindlich gegenüber den anderen und die reagieren auch nicht so, wie es eigentlich ausgemacht ist. Und der Tarek findet das ganz spannend und denkt sich, okay, dann schauen wir mal, was da wirklich dahinter steckt, und er stichelt noch ein bisschen weiter. Und das Experiment geht in Höhen. Gell? Also natürlich weiß jetzt jeder, der sich mit dem schon ein bisschen beschäftigt hat, worum es da dann tatsächlich geht und was das Outcome war von diesem Experiment. 1971 wurde das durchgeführt, eben an der Stanford University, und das ist Brett, der Film. Vor allem auch relativ kompromisslos. Da war tatsächlich das deutsche Kino echt einmal so, dass man gesagt hat, okay, geht ja so, gell? Geht ja auch. Das ist nämlich tatsächlich sowas, wo zu der damaligen Zeit das so ein bisschen dem Nicht-Hollywood-Kino ein bisschen überlassen war, sowas wirklich auch dementsprechend darzustellen. Und das macht der Film richtig, richtig gut. Es ist eine tolle Atmosphäre, die der aufbaut. Hat auch eine tolle Besetzung, logisch. Moritz Bleibtreu, Christian Berkel, Frau Sawatzki, habe ich schon gesagt, Wotan Wilke Möhring taucht auch auf. Und so weiter und so fort. Das ist die absolute A-Riege dabei. Wer den Film nicht kennt, es soll ja Leute geben in gewissen Altersstrukturen, die mit dem Film überhaupt noch keine Berührungspunkte hatten. Man möchte es nicht glauben, an meine arrivierten Zuseherinnen und Zuseher. An diese sollte das auf jeden Fall gehen. Bitte das Deutsche anschauen. Es gibt da ein amerikanisches Remake mit Adrian Brody. Das ist nicht schlecht, möchte ich dazu sagen. Aber, gell, that's the way to go an dieser Stelle. So. Na dann, lasst uns doch mal dorthin zu dem nächsten Film, und dazu habe ich ein paar Dinge zu sagen. Ganz dringend. Also, ich habe ja vor einiger Zeit eine Kritik veröffentlicht zu einem aktuellen Film, der heißt Fall. Gell? Und da habe ich in den Kommentaren sehr viel Stick bekommen teilweise, weil ich den Film viel zu streng bewertet habe. Weil ich der Meinung war, dass der Film einfach großer Blödsinn ist, gell? Und Dinge vom Zuseher verlangt, die einfach bei mir nicht gehen. Ja? Ich hätte es ganz gerne erläutert, aber ich mache meine Reviews immer spoilerfrei. Deswegen, gell, kann ich da jetzt nicht genau die zwei Szenen rausholen, die mir da ein bisschen zu weit hergeholt waren. Ich stehe nach wie vor dazu. Ich finde, Fall ist in dem Genre bei weitem nicht der beste Film. Aber einen sehr guten möchte ich jetzt präsentieren, nämlich Frozen. Frozen, eiskalter Abgrund. Na, das hat nichts mit dem Olaf zu tun. Der Frozen ist nämlich echt nicht schlecht. Ja? Der ist gemacht von Adam Green. Adam Green ist der Macher von Hatchet. Hatchet, Chillerama und so. Eigentlich also voll im Horrorkino daheim, gell? Und der hat da einen dieser Survival-Thriller, Isolation-Survival-Thriller, wenn es das als Genre gibt, ich weiß es nicht, vielleicht sollte man es ja etablieren, auf die Leinwand gebracht, die dann mit einer Grundthematik daherkommt, mit der ich total was anfangen kann. Denn ich komme, rein biografisch gesehen, nämlich tatsächlich aus einem Wintertourismusort gebürtig, relativ bekannt in Österreich. Und der spielt auf einem Sessellift. Und das war tatsächlich in meinen Jugendjahren so meine große Sorge, immer wieder mal. Also ich war viel auf der Piste unterwegs, also auf der Schneepiste, ja. So nicht, aber auf der Schneepiste. Ab und zu mal. Ey, wurscht. So, auf jeden Fall, das war so irgendwie eine Urangst für mich.
Was passiert denn eigentlich, wenn ich irgendwie die Zeit übersehe und ein bisschen zu spät darin sitze, schaltet der Liftwart dann einfach den Lift ab? Und was passiert mit mir dann in der Nacht? Weil ich wird's ja kalt, gell? Und, gell? Wie ist denn eigentlich so eine Nacht im Sessellift? Und genau das greift Frozen auf. Und 3 hat es dann zusätzlich noch mit einem Tier an, das, gell? So, es geht um die zwei Studenten, Joe und Dan, Best Friends, und es steht ein Ausflug zum Mount Hamilton an. Das ist über die Jahre so ein typischer Ausflug, den sie immer wieder mal machen. Und jetzt hat allerdings der Dan eine Freundin, und zwar die Parker. Und die soll jetzt mitfahren, ja, und der Joe ist nicht so unbedingt begeistert davon, aber okay, wenn er den unbedingt will. Und dann steht die letzte Fahrt an und die Parker überzeugt den Liftwart, da komm, lass uns noch mal, gell, einmal noch. Und der sagt, okay, gell, ein bisschen Kohle und dann machen wir das. So. Und blöderweise gibt es da allerdings einen Security, der die drei mit jemand anderem verwechselt und glaubt, die sind schon oben. Und die sind aber noch nicht oben, die sind in der Mitte vom Lift. Also die hängen noch quasi dort. Und der beschließt dann eigenhändig, okay, das ist jetzt, ich kann einmal da, gesagt, gell, roter Knopf und wir machen Feierabend. Gell. Und somit setzen die drei jetzt fest. Ja, 15 Meter, glaube ich, sind es über Ground. Das heißt, zum Absprung, das ist riskant. Gell. Oder 10 Meter sind es, ich glaube, es wäre gerade überlebbar, aber es ist auf jeden Fall jetzt einmal nicht so ganz witzig. Und dann ist halt, kommt halt noch etwas dazu, dass da plötzlich etwas was auftaucht. Was halt in alpinen Gebieten am Berg so auftaucht, manchmal. Ja, das ist nicht witzig. Gut, also, relativ ähnliches Konzept wie vorhin, ist mir schon klar. Gell? Was der Film allerdings gut macht, der spielt mit der Atmosphäre wirklich super. Diese dauernde Überlebensangst aufgrund der Eiskälte, aufgrund der Situation, die es da so gibt, das ist halt einfach was bei mir total funktioniert hat, weil ich mit dem total relaten konnte. Wie gesagt, das war auch eine große Angst vor mir. Ich war immer viel zu früh auf der Piste und viel zu spät auf der Piste. Dementsprechend, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und der hat eigentlich besser funktioniert bei mir, wie er eigentlich hätte es funktionieren sollen. Denn ja, der hat schon sehr ähnliche Probleme auch zwischendurch wie Fall. Aber der macht es richtig gut wett mit einer super Atmosphäre, mit eigentlich echt guten Performances. Ich habe mit dem echt eine gute Zeit gehabt, mit Frozen. Ich mag den wirklich nicht so ungern. Ja? Und der ist auch schon nicht ganz ungeschmackig, wie man bei uns in Österreich sagt. Ja? So, dann gehen wir gleich noch weiter. Wir werden wieder, es ist ein bisschen hin und her heute, ist ganz spannend, im ersten Teil des Videos. Aber über den Film möchte ich unbedingt ein paar Wörter verlieren, denn der war vor einigen Jahren tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme des Jahres 2018. Ist ein Film, der ein bisschen untergegangen ist damals und ich weiß nicht warum. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, denn das ist so ein Film, wenn der heutzutage rauskommen wird, gell, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der anders aufgenommen wird. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der nicht gelandet ist. Spannend. The Hate U Give heißt dieser Film. Basierend, ich glaube, auf einem Buch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist so. Es geht in diesem Film um die Star. Sie wohnt in Garden Heights und dort wohnen vorwiegend schwarze Familien. Sie ist, gell, selber Afroamerikanerin. Kriminalitätsrate hoch. Drogenhandel ist ein großes Thema in diesem Bezirk. Die Star und ihre Geschwister gehen allerdings in eine Privatschule und die wird überwiegend von Weißen besucht. Dementsprechend, gell, Cultural Clash. Und es geht halt auch darum, wie fühlt man sich jetzt sowohl in der Umgebung als auch in der Umgebung irgendwie wohl. Das ist der erste Teil, da geht es eben darum, wie funktioniert das eigentlich so, wie schaut das aus, struktureller Rassismus, bla bla. Alles, was da so dazugehört, wahnsinnig interessant erzählt an dieser Stelle. Und dann begleiten wir sie auf eine Party. Und dort trifft sie ihren Jugendfreund, den Khalil. Und geht dann nach einiger Zeit des Feierns mit ihm, verlässt sie die Party. Und die werden von einer Polizeistreife angehalten.
Und dann macht der Film einen tonalen Switch um 180, denn plötzlich wird es ein aber knallhartes Drama. Gell? Denn was da passiert bei dieser Polizeikontrolle, das hat dermaßen Auswirkungen auf ihr Leben und auch auf das Leben ihrer gesamten Community, dass es erfreut ist. Also überhaupt nicht, ja? Aber filmisch gesehen erfreut, denn ich finde, das ist ein toller Film. Ja? Das ist nämlich genau so ein Film, der dem immer ein bisschen vorgeworfen wird, dass der ein bisschen zu naiv ist und ein bisschen zu jugendlich und ein bisschen zu weichgebügelt vielleicht. An dieser Stelle möchte ich aber diesen Kritikern einfach nur sagen, ich glaube, das ist genau der Film, der bei einer gewissen Gruppe durchaus landen könnte, weil der mit einem Ton um die Ecke kommt und mit einer Erzählweise, die gerade für Jüngere eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, weil da kann man sehr, sehr gut mitgehen. Das ist recht nachvollziehbar gestaltet. Dazu kommt der tolle Lead-Performance von der Bandler Sternberg. Regina Hall spielt mit in dem Film und noch so einige. Ja, Anthony Mackie, Dominic Fishback und so. Regie hat damals geführt George Tillman Jr. Ich schaue jetzt gerade mal live nach, was der sonst gemacht hat. Ob es da irgendwas gibt, was man vielleicht ansagen sollte. Ja, Man of Honor hat der gemacht mit Cuba Gooding Jr. und Robert De Niro und Faster mit Dwayne Johnson. So, also, ich finde, das ist ein toller Film. Ich mag den wirklich wahnsinnig gern. Der ist brandaktuell, der ist spannend, der ist wahnsinnig erschütternd. Also der hat mich echt anständig mitgenommen. Auch wenn, gell, ich weiß schon, bisschen Teenie-Sicht, aber ich finde das nicht ungeschickt. Nicht ungeschickt, gell. Der ist schon, da könnte man schon ein bisschen ausatmen, wenn man aus diesem Film rauskommt, gell. Der kehrt in die Schule. So, dann, jetzt kommt einer, der liegt mir ganz, ganz fest am Herzen. Da bin ich biased, gell? Ich versuche immer sehr, sehr neutral an Filme heranzugehen. Und dann gibt es das da, was jetzt vor uns liegt, nämlich einen wunderbaren kleinen Film namens I Remember You. Den habe ich damals mitbekommen, aus einer Empfehlung von einem anderen Filmkanal. Und ich bin ein riesiger Island-Fan. Riesig. Also, nicht nur filmisch, sondern so auch. Ja, war schon einige Male auf dieser wunderbaren Vulkaninsel. Ich mag die Leute dort wahnsinnig gern. Ich mag die Landschaft noch lieber. Und ich mag eigentlich alles, wofür die stehen, eigentlich auch ganz, ganz gern. Und und dann kommt da jetzt ein Film daher. Ich meine, dass die filmisch interessante Sachen machen, gell? Es ist für Filmfans nichts Neues. 2017, Jekman Thick heißt der Film im Originalen, gemacht von Oscar Thor Axelsson. Und das ist ein richtiger schöner Tipp für Leute, die auf atmosphärischen Horror stehen. Das könnte was sein für euch. Gell? Es geht da um, spielt logischerweise in Island, in einer, also die Anfangsszene in einer Kirche. Dort wird eine Frau gefunden, eine erhängte Frauenleiche. Und offensichtlich ist das Selbstmord, gell? Und die ermittelnde Polizistin ist sich dem aber nicht ganz genau, also ist davon nicht hundertprozentig überzeugt und holt sich da einen Psychologen dazu als Gutachter. Und je weiter die sie in die Untersuchungen reingehen, desto mehr wird ihnen klar, da gibt es andere Fälle, die gleiche Züge tragen. Ja? Da geht es weit in die Vergangenheit. Und zusätzlich hat dieser Psychologe durch diesen Fall, wird er erinnert an eine eigene Geschichte aus seiner eigenen Vergangenheit. Und dann geht es um ein leerstehendes Haus, wo offensichtlich Dinge passieren, die dort nicht hinkehren. Und, wenn man mal über Atmosphäre spricht, dann sollte man unbedingt über diesen Film sprechen. I Remember You, das ist ein richtig feiner kleiner Tipp. Weil der ganz interessant auf Jumpscares, gell, es kommt fast nichts vor. Das ist richtig, richtig geschickt. Spannend. An dieser Stelle, ich habe es in meiner Jahresvorschau drinnen, Oscar Thor Axelsson bringt heuer einen neuen Film raus. Operation Napoleon heißt der im Englischen. Ich weiß jetzt nicht mal, wie der bei uns heißt. Da schaue ich aber hundertprozentig ganz genau hin, denn der Film ist, gell, das ist was für mich. So. Fertig. Wir waren schon einmal kurz in Deutschland, gell? Ich weiß ja, meine.
die meisten Zuseher und Zuseherinnen meines Kanals kommen aus meinem Nachbarland. Liebe Grüße an dieser Stelle. Da geziemt es sich natürlich auch oft einmal ein bisschen an deutsches Kino mit da hineinzuholen. Vor allem, wenn das was ist, was mir einfach gefällt, gell? Und was auch zu mir ein bisschen passt. Und ich denke ja, das ist ja auch ein bisschen der Reiz dieser kleinen, aber feinen Videoreihe. Mit jedem Video lernt ihr mich ein bisschen besser kennen. Denn die Choices sagen eigentlich viel mehr über mich aus, als ich das vielleicht gut finde. Aber so ist es. Ich möchte euch tatsächlich einen Film aus dem Jahr 2020 empfehlen, und zwar von der Frau Hermine Hundgeburt, die da eine, ich weiß nicht, ob es eine Biografie sein soll oder eine Hommage, aber auf jeden Fall mal eine Geschichte erzählt, die für mich persönlich echt funktioniert hat, nämlich Lindenberg, mach dein Ding. Ich bin ein großer Fan von Udo Lindenberg. Möchte ich an der Stelle sagen. Ich mag den wirklich, wirklich wahnsinnig gern. Es hätte vor Corona, oder eigentlich, ja, hätte es mal ein Konzert in Wien geben sollen von dem Herrn. Mich schon richtig gefreut. Das wurde dann ersatzlos gestrichen. Udo, überlegt er das nochmal, gell? Das so. Und da kommt jetzt im 2020er Film raus, der sich vor allem konzentriert auf die Anfänge von ihm. Und mit einer kleinen Familiengeschichte rundherum gesprochen, seine Stationen, ja, von Kellner bis zu Mitglied der Truppenunterhaltung, der US-Truppenunterhaltung als Schlagzeuger und Kennenlernen mit Steffi Stefan und alles, was so dazugehört. Und das ist so ein Film, gell, der hat ein super Produktionsdesign, der weiß genau, in welcher Zeitepoche der spielt. Der hat damit auch eine super Performance von Jan Bülow, finde ich, der das wirklich gut macht. Auch sonst sehr charmant, und das ist einer dieser Filme, gell, die letzten paar Minuten haben schon emotional sehr, sehr schön funktioniert. Da wurde er richtig schön eingebaut, der Herr Lindenberg. Gell. Also ich mag den Film wirklich, der erzählt eine sehr schöne Geschichte, nachvollziehbare Geschichte. Ein bisschen... Also nicht annähernd so drüber, wie ich mir den erwartet habe vorher, weil ich mir gedacht habe, oh, gefährlich, gell? Aber das ist wirklich mit sehr, sehr viel Herz. Da merkt man, okay, da hat man schon auch Leute hinter und vor der Kamera versammelt, die schon mit dem Kerl was anfangen können auch, gell? Und teilweise wird mit Rückblenden gearbeitet, das hilft natürlich auch gut. Der ist vielleicht ein bisschen zu lang, aber... Allein für die Cello-Szene werde ich diesen Film immer in Ehren halten. Ich mag den echt gern. Kommt nicht so oft vor. Gell? Musikerbiografie dazu noch aus Deutschland, der ich richtig gut finde. Aber vielleicht liegt es am Udo selber, keine Ahnung. Aber so ist es. So, drei haben wir noch. Gell? Drei haben wir noch. Und dementsprechend lasst uns vielleicht nochmal ins Horror-Genre abtauchen. Zu einem Film, der so einer meiner ersten ganz, ganz großen... Das ist kein harter Film, ja, aber aus der Schiene war. Alexandre Aja, Mirrors, 2008 war der bei uns in den Kinos. Mit Kiefer Sutherland und Paula Patton in der Hauptrolle, Amy Smart kommt auch noch vor. Und jeder, der jetzt so in meiner Altersgruppe oder Altersklasse ist, der wird sich natürlich an diesen Film erinnern, sofort. Denn das war auch ganz großer. Weil das war einer dieser Filme, der allein durch einen einzigen Clip wirklich viral gegangen ist, gell? So. Böse Zungen meinen, abgesehen davon hat der Film nicht so viel zu bieten, gell? Das stimmt meiner Meinung nach nicht so wirklich, gell? Ist vielleicht nicht, gell? Wir wissen, Heimkinosammlung, gell? Das ist jetzt nicht die... Aber... Ich finde, das ist schon ein bisschen gemein, dass man den Film nicht so... Dazu muss man sagen, so, zwei Dinge. Der kommt raus in einer Zeit, wo man Kiefer Sutherland mit einer ganz bestimmten Rolle assoziiert hat. Dementsprechend auch ganz relativ schwer, das so zu machen. Dazu kommt man da natürlich als Nicht-Fan von Jumpscares auch nur so weit. Ja? Denn der ist schon ein bisschen ein Buh-Film. Aber... Stimmung.
Alexandre Aja ist halt so ein Mensch, wenn man sich seine Filmografie anschaut, der kennt die Genres, in denen der sich herumtreibt, und das macht der geschickt. Ja? Crawl, The Hills Have Eyes, Piranha, das Remake, High Tension, unterschiedlichste Filme, aber jeder dieser Filme weiß sehr genau, in welchem Genre der daheim sein möchte und bringt das auch nicht so schlecht rum. High Tension hat ein bisschen Probleme mit dem Drehbuch, aber von der Atmosphäre her, gell, kannst du dem Film eigentlich nichts erzählen. Genauso wie dem. Ich finde, der trifft schon recht gut ins Ziel, dorthin, wo er will. Nämlich eine beängstigende Atmosphäre aufzubauen, und das kriegt er wirklich hin, gell. Es geht da um einen ehemaligen Cop, auch blöd irgendwie, ja, dass man genau in der Zeit dann mit Kiefer Sutherland um die Ecke kommt. So, Alkoholproblem, Medikamentenproblem, dadadam, so, seine Frau und seine Kinder hauen dann auch irgendwann ab, weil irgendwie so, und dann wird er Nachtwächter. In einem ehemaligen Luxuskaufhaus, glaube ich, ist es. Und dann passieren halt übersinnliche Dinge und, gell, so. Und dann macht man sich halt auf die Suche, woher kommt denn das? Ich finde, das ist wunderbar serviceable. Gell? Also wenn man so einen richtig schönen Oldschool-Grusler haben möchte mit echt fiesen Gewaltspitzen, dann kann man da auf jeden Fall einen Blick riskieren. Vorletzter Film. Und das ist ein heikler, gell? Denn wir befinden uns, also wenn ihr das seht, gell, dann sind wir, jetzt muss ich schauen, ist das dann schon vorbei? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall seht ihr das erst im März. Und Brendan Fraser Resurgence und so. Und das ist noch viel riskanter, denn da haben wir es mit einem Film von Harold Ramis zu tun. Gell? Wissen wir. Groundhog Day. Was noch? Year One. Reine Nervensache ans. Und zwar The Ice Harvest. Und Caddyshack, nicht vergessen, habe ich jetzt gerade noch gesehen, Gottes Willen. Harold Ramis hat da einen Film gemacht, 2000, mit dem Brendan Fraser in der Hauptrolle. Das war so Height of His Powers, glaube ich. Irgendwie. Ich kann mich zumindest sehr, sehr gut an den Film so im Lied erinnern. Das war nämlich auch einer der, gell? Teuflisch, Bedazzled heißt der im Original, mit Liz Hurley in der Haupt, also als Teufel. Gell? Und ich habe diesen Film gesehen, 2000, gell? Ich habe den Film gesehen, das erste Mal, wie ich in die Oberstufe, Gymnasium gekommen bin. Da war ich also Hase 14, gell? Und dann schaue ich mir einen Film mit Liz Hurley als Teufel an, gell? Der natürlich hat ein bisschen einen besonderen Platz in meinem Herzen, hat das irgendwie klar. Ja? So. Denn Liz Hurley in dem Film, habe der. So, also, es geht da um den Teufel, die da mit einem ganz besonderen Menschen einen Pakt schließt, nämlich mit dem Elliot Richards. Der ist ein Computertechniker und der ist sehr, sehr gutmütig. Ja? Der ist ein bisschen naiv. Fraser halt, gell? Perfekte Rollenwahl an der Stelle. Also damals, zu der damaligen Zeit, gell, hätte es besser gehen können. Und es geht darum, also das alte Thema, gell, 7 Wünsche hat er frei, und im Gegenzug dazu kriegt sie seine Seele, gell? So. Und der lässt sich ganz ihre Dinge einfallen zwischendurch. Und rechnet aber nicht damit, dass der Teufel selber schon ein bisschen abgedreht ist, gell? Der versteht Dinge manchmal ein bisschen anders, als es unser Elliot so meint. Und so. Also, was soll ich dazu sagen? Das ist ein guter Film. Das ist einfach ein super Time. Einfach lieb. Der ist einfach süß. Der Film ist wirklich echt süß. Charmant. Viel Fantasie im Kostümdesign, in der Appearance von Herrn Fraser. Und ich finde tatsächlich, ganz, ganz viel geht da einfach auf Chemie, wenn es um die Rollenwahl angeht. Gell? Liz Hurley und Brendan Fraser spielen da beides Rollen, die einfach zu der damaligen Zeit absolut perfekt für die beiden gepasst haben. Und die Chemie ist da, dementsprechend kann so ein Film eigentlich schon gar nicht mehr in die Hose gehen. Und genauso ist es auch im Grunde. Ich finde, also ich sollte den definitiv wieder mal anschauen, den Film, definitiv. Das ist wirklich schon sehr, sehr lang her auch, aber
ich lasse den euch einfach mal als Tipp da, denn ey, gell? Kann man sich jetzt vor allem gerne mal wieder mal nachholen, wenn man so ein bisschen auf die Spuren von Brendan Fraser gehen möchte. Mal schauen, wann ist denn der eigentlich so verschwunden und was hat der denn davor gemacht, bevor er jetzt wieder da ist? Oder kommen ist, oder wieder, gell? So. Und der letzte Film, und das ist gleichzeitig der wildeste der kompletten Liste, denn normalerweise darfst du als seriöser Filmfan Filme von dem Typen eigentlich nicht empfehlen. Das ist mir vollkommen klar, meine Lieben. Gell? Und trotzdem mache ich das in diesem Fall, weil ich finde ganz persönlich, dass das ein guter Film von ihm ist. Der hat nicht viele gute Filme gemacht, aber der gehört dazu. Uwe Boll. Uwe Boll hat da nämlich im Jahr, lasst es mir nachschauen, im Jahr 2013 tatsächlich einmal eine, ich meine, für seine Verhältnisse, gell? Das ist kein großartiger Film. Aber da hat er tatsächlich einmal eine Geschichte gefunden, die ihm gut zu Gesicht steht. Vor allem, weil er uns da eine Geschichte erzählt, die gar nicht so unspannend ist. Assault on Wall Street heißt dieser Film. Mit Dominic Purcell in der Hauptrolle, Edward Furlong spielt mit, Michael Paré spielt mit und ich muss auch sagen, ich finde auch Dominic Purcell in der Titelrolle nicht ganz verkehrt, gell? Der ist nicht so schlecht. Das ist ein Film, der natürlich wieder sehr zerklaubt worden ist aufgrund seiner ideologischen Message, gell? Ich verstehe das auch, das ist schwierig, aber ich bin geneigt, ihm insofern zu verzeihen, als dass er da tatsächlich kein uninteressantes Setup wählt für das Ganze. Denn gerade in den leisen Szenen, ganz interessanterweise, funktioniert der Film nämlich echt nicht schlecht. Spannend finde ich an dem Film, dass es genau dann, wann Uwe Boll ist, eigentlich nicht mehr so wirklich funktioniert. Bis dorthin allerdings ist der echt nicht verkehrt. Es geht da um den Jim. Der ist ein normaler Mittelständler in Amerika, hat einen guten Job, hat eine Familie, passt alles und dann schlägt die Finanzkrise zu. Er ist Wachmann, spart eigentlich sein Leben lang damit, also gell, so Luxus und so weiter gibt es eigentlich eh von Haus aus nicht. Und dann wird seine Frau krank und die Versicherung steigt aus, beziehungsweise möchte nicht zahlen. Und dann passieren tragische Dinge. Noch dazu fängt dann an, sein Finanzberater ihm Dinge in das Ohr zu flüstern, die zur Folge haben, dass sein komplettes Erspartes in den Bach hinuntergeht. Also er steht wirklich vor den Trümmern seiner Existenz. Und dann beschließt er, okay, wisst ihr was? Dann sage ich euch mal, wo der Hammer hängt, gell? Ihr Finanzhaie und so, gell? Und da, wie gesagt, das ist dann der Moment, da kommt dann Uwe Boll ein bisschen durch. Bis zu dem Moment, gell? Da war ich wahnsinnig überrascht damals. Denn, gell, Uwe Boll ist nicht bekannt für feine Töne. Also leise Töne. Da allerdings macht er das echt nicht ungeschickt. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, den muss man, gell. Nein. Aber ich finde gerade, weil da immer so ein bisschen draufgehaut wird auf den Herrn. Und ich finde, in dem bestimmten Fall ist das nicht immer so ganz gerechtfertigt. Ich finde nämlich durchaus, dass das ein echt kompetent gemachter B-Movie ist, der, wenn der nicht von Uwe Boll gemacht worden wäre, sicher höhere Wellen geschlagen hätte. Wieso? Gell? Ganz sicher. Ist natürlich politisch unglaublich unkorrekt. Gell? Aber ich habe damals wirklich, ich kann mich damals gut erinnern, wie ich den Film gesehen habe. Ich habe gedacht, oh, kommt denn das jetzt her? Gell? Also vor allem, wenn du kurz vorher die Boll-Gurken gesehen hast, à la Blood Rain 3 und Far Cry. Und dann kommt sowas. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, keine Ahnung. Aber gell, der hat mich auf jeden Fall mal nicht kalt gelassen. Das möchte ich dem einfach mal so da lassen. So, und an dieser Stelle, meine Lieben, würde ich sagen, die 10 Filme sind vorgestellt, sind euch präsentiert. Vielleicht war der ein oder andere dabei, wo ihr sagt, ey, schau, cool, den habe ich eigentlich schon länger auf meiner Watchlist, der interessiert mich. Oder, oh schau, das klingt aber spannend, da schaue ich doch mal rein.
Und freue mich auf rege Rückmeldung, falls das so passiert. An dieser Stelle würde ich mich auch schon wieder ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.